Hey ho, hier ist wieder der Vorbuddler von Minenarbeit.de, spärlich bekleidet in einem hübschen Matrosenanzug, von dem nicht mehr sehr viel übrig ist. Denn wir befinden uns, auch wenn es hier nicht so aussieht, auf See-Expedition. Auf See-Expedition. So, jetzt habe ich auch das Wort gelernt. Und jetzt kann ich auch noch hier ein bisschen das Silber mitnehmen. Wir haben unweit unseres, also von Bad Seefels, eine schöne Gegend. Entdeckt mit Schluchten und Bergen. Ist klar, wenn keine Berge da sind, dann hast du auch keine Schluchten. Wo Schlucht, da auch ein Berg oder jedenfalls ein Tal, ein Schluchttal, ein. Ja, nicht wahr? Und, ich bin auch noch ganz verwirrt. Ich habe mich vorhin sehr erschreckt. Das ist da auch nicht unpraktisch. Dann kommt man hier wieder raus. Sofern man sich dann, wenn man hier wieder aus der Höhle rauskommt, noch erinnern kann, wo man lang muss. Hier geht's überall nach Rom. Ne? So. Ja, das ist eine vielversprechende Höhle. Wir sind auch schon relativ tief. Soll ich mal gucken? Naja, 43, ja, gut, das geht noch was. Da geht noch was, da geht noch was. Da geht aber noch was. So, dann gucke ich mal hier, dass ich das hier noch weghaue. Hier, damit man noch ein bisschen besser sehen kann. Ja, hier wimmelte es eben vor Sprengwürmern. Da ist ja schon wieder einer. Alter Schwede. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Hör mal. Hm? Ah. Man könnte meinen, es gäbe da. Da ist doch nicht zu fassen. Das ist hier die Sprengwurmhöhle, oder? Das ist da irgendwie. Die kommen auch alle aus der gleichen Richtung da, ne? Man könnte meinen, das wäre ein Dungeon da hinten. Aber das ist ja bekanntlichermaßen nicht so. Nur Zombies, Skelette und Spinnen werden in Dungeons geboren. Oder da gibt es halt entsprechende Spawner. Creeper, die ja kommen einfach so. Ne? Ja gut, wir müssen dann einfach mal da runter und für Licht sorgen. Sprengpulver einsammeln. Licht. Ach, das geht hier. Das ist schon mal sehr. In unserem Fall ist es erstmal ein bisschen glücklich, dass das hier nicht so weit noch reingeht. Dann können wir das also relativ leicht auch sichern. Ha. Ich hänge immer gerne halt die Fackeln auf die rechte Seite. Ne? Das habe ich schon mal erzählt. Das ist ein guter Trick, um schnell wieder rauszufinden. Wenn die immer rechts hängen, dann braucht man ja auf dem Rückweg nur darauf achten, dass man immer den Fackeln folgt, die auf der linken Seite hängen. Ah ja, okay. Das ist jetzt wieder einer von den üblen. Ja, der explodiert auch. Aber wir sind weit genug weg gewesen. Das hatte ich schon für dich so eingeplant, ne? Oh, 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 ja, hier aufpassen. Oh, 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 hier ist ein Dungeon. Mit Sicherheit ist hier ein Dungeon irgendwo. Da geht jetzt gerade so die Party ab. Ja, da rockt der Bär. Der Zombär. Oh, nee, Leute. Das ist ja so unheimlich hier. Ich bin froh, dass ich hier nicht... Ja! Ich bin froh, dass ich hier nicht alleine bin. Dass auch ganz viele Sprengwürmer bei mir sind. Verdammt nochmal, hier wimmelt es ja nur so. Und mir gehen auch gleich die Pfeile aus, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe zwar welche gemacht vor der Abreise, aber davon dürften jetzt inzwischen, das war nicht sehr viel, also das war wirklich eher wenig, um es genau zu sagen. Und ach du meine Fresse, was mache ich denn jetzt hier? Hab rein. Ah. Warum geht das da nicht hoch? Los, spring da hoch. Ich befehle es.
Oh, Licht machen, ey. Hier das Ding weghauen. Los. Ah, oh, ist ja wieder so viel drauf. Also dieses, diese ganzen Geräusche, ne, das ist ganz klar. Hier muss irgendwie ein Dungeon sein. Das ist zu viel an Geräusch. Okay, hier kann sich natürlich immer noch was verstecken, aber nichts spawnen, glaube ich. Dafür ist es jetzt zu hell. Das sollte uns eigentlich etwas beruhigen. Ihr werdet es sicher noch erleben, dass ich hier eines Tages nach meiner Mama rufe. Wenn ich das nicht sogar schon mal getan habe. Ah, los, mach schnell. Ich weiß, ich sollte lieber die eine Eisenaxt nehmen oder Hacke. Das ist einfach, ja, ne? Schneller, gerade jetzt. Na, aber es ist ja spannender so. Außerdem würde es jetzt schon nichts passieren. Ja. Wo ein Glaube ist, da ist auch, was weiß ich, ein Wille und, naja. Ich sehe Silber. Ich sehe ganz viel Silber. Ich sehe auch, dass uns langsam die Fackeln ausgehen. Das ist aber schön hier. Das lässt sich schnell räumen. Und dann gehen wir der Sache mit dem Dungeon auf den Grund. Hier ist bestimmt irgendwas. Ganz sicher. Vor allem haben wir hier viel Silber. Das ist sehr schön. Puh. Führ mal eben hoch. Ich meine, ich habe jetzt auch noch ein Skelett gehört. Wie es da an seinem Bogen rumzupft. Da unten ist noch was. Das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Ich versuche anhand jetzt, deswegen bin ich so ruhig, ich versuche anhand ja, des Stereo-Mixes herauszufinden, aus welcher Richtung die Geräusche kommen. Das Grunzen der Zombies, ja. Um daraus vielleicht erkennen zu können. Oh, das ist aber auch nicht so toll. Da kommen wir von. Naja, ui, 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 ja. Da kommen natürlich auch Creeper runtergefallen und. Ist nicht so gut. Das war's mit unserer Axt, Hacke, Dingens. Was mache ich denn jetzt? Ach so. So und da drauf drücken. Hier, linke Maustaste. Sehr schön. Ist auch gefährlich jetzt, ne? Jetzt haben wir so viele ganzen Schätze schon dabei. Muss natürlich gucken, was da oben wohl sein kann. Aber gut, gucken wir jetzt erstmal hier. Ich bin der Meinung, dass hier ging es noch so runter. Da waren ja solche Löcher im Boden. Oh weia, die muss ich jetzt natürlich erstmal flicken, damit ich da gleich nicht reinfalle. Da geht's auch noch rechts neben mir, geht's auch noch weiter. Passt auf. Hier muss eine Fackel hin. Achtung. Ich glaube, der Dungeon sollte unter uns sein. Uiuiui. Hier kommt man aber in die Unteretage. Das ist gut. Soll ich mir das Eisen schon mal mitnehmen jetzt? Ja, ne? Ah. Oh. So viel. Das ist cool, aber ich habe Angst. Ich habe jetzt auch Angst, dass ich gleich irgendwie sterbe oder gestorben werde. Und, dass dann alles umsonst war. Das heißt, ich sollte vielleicht doch eher sicherheitshalber doch lieber mir irgendwo eine Kiste hinstellen. Vielleicht da hinten am nahe des Eingangs, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, hier drunter, da ist irgendwie. Na? Oh, 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 das ist auch noch gefährlich.
Da muss ich reingucken. Ach du meine Güte, nee. Echt. Leute, was tut ihr mit denn an hier? Ah, das ist ja alles voll hier mit Räumen. Ach, ey, ey, ey. Irre, völlig irre. Der muss weg, der steht mir im Weg. Gefick, du siehst hässlich aus. Keine Fackel mehr. Ja gut, aber ich habe ein bisschen Holz dabei. Bin ich hier denn sicher? Ich mach das mal eben. Da. Und Kohle haben wir ja zum Glück auch gefunden. Alles weg damit. So, das brauchen wir alles. Sehr schön. Sehr schön. Das hätte ich bestimmt wieder empfangen. Boah, ist das hier verwinkelt. Und es ist auch ziemlich wieder so Zombie-Lautstärke mit dazu. Wahrscheinlich wieder eine Öffnung nach oben, aber hallo. Mensch, das ist das Gefährlichste überhaupt. Das sieht man oft nicht. Boah, ist das laut. Jetzt sind aber Zombies hier ganz nah. Eigentlich wollte ich zurück und mir eine Kiste bauen, um mein Zeug zu sichern. Ja, da ist er schon. Und dann sag doch mal, wo du deine Freunde hast. Ich hab keine Freunde. Jetzt braucht er sie auch nicht mehr. Boah, ich glaube, ich spinne, ne? Und schon wieder nur Silber. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist rekordverdächtig. Aber leider auch überall. Ich lasse das jetzt noch hängen. Das ist mir einfach jetzt inzwischen zu heiß. Da ist was, was sich nähert. Ein Skelett. Kommt das hier denn hoch? Ha! Oh, 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 oh. Oh, oh, ganz heiß, ganz heiß, ganz heiß. Ganz schlecht, ganz schlecht. Komm, das schaffe ich, dass ich mal eben was esse. Doch gewusst, dass der da so seine Kumpels hat. Wo ist das Klett? Ach, das ist doch nicht zu glauben. Warum treffen die eigentlich immer? Ich muss weg, ich muss weg. Knapp, 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 ne? Hier nochmal in die Ecke. Und schnell mal einen Happen einwerfen. Meine Güte nochmal. Wahrscheinlich brauche ich ja sogar zwei. Ja, aber klar, das reicht ja nicht. Jetzt hole ich mir das Skelett. Es hat jetzt, glaube ich, nur noch... Müsste ich es noch einmal treffen. So, jetzt bist du aber alle. Und du auch, du. Du kannst mich mal... Geh doch weg. Gottes Willen. Um Gottes Willen nochmal. Wir müssen das erstmal hier alles sichern. Rucki-zucki. Okay. Und hier noch weiter. Immer nach oben gucken. Schön hell machen, jawohl. Und dann geht's hier weiter nochmal eben durch. Na komm. Wo geht's denn hier noch lang? Fackel hin. Ach du meine Güte, das hört ja gar nicht mehr auf, ey. Ressourcen, Ressourcen. Das ist wieder so am Plärren hier.